Und damit hallo und herzlich willkommen bei Rise of the Tomb Raider. Ja, ich stehe hier gerade beim Schwierigkeitsgrad. Ich werde, um das einfach einmal durchzuspielen, natürlich den Abenteurer-Modus nehmen. Ich wollte euch nur nicht vorenthalten, dass es fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Ja, wer mein Let's Play von Shadow of the Tomb Raider mitbekommen hat, der erkennt jetzt bestimmt seine Stimme, auch wenn ich seinen Namen gerade vergessen habe, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß optisch nicht, ob er es ist, aber ich gehe mal davon aus. Er wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Denn es ist der beste Freund von Lara. Und es ist die gleiche Synchronstimme von Lara. Oh, Scheiße! Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ach, ich hab A gedrückt. Ich bin so blöd. Okay. Ich denke gerade, wieso nimmt der das nicht an? Jonah, genau so heißt er. Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! Ich bin Lara Croft, natürlich kletter ich rauf. So, zerklüftete Wände sind erkletterbar, ja irgendwie. Ah, okay. Oben, oder? Vielleicht aber auch nicht. Okay, da musste ich definitiv nicht hin. Aber ich muss doch zu ihm hoch, oder nicht? Also ich kann nicht da hochspringen. Vielleicht kann ich hier... Ah, okay. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Fang mich auf. Genau.
Oder auch nicht. Wieso springt die denn nicht zu dem Rupper? Lara, was machst du denn da? Ja, es ist ein bisschen blöd, dass man nirgendwo sehen kann. Also ich soll nach links springen, das zeigt er mir an. Du sollst eigentlich klettern, oder? Springen. Willst du mich veräppeln? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht mehr, wenn man X drückt? Ja, ja, das hast du beim letzten Mal ja auch super gemacht, ne? Hab dich! Shit, Lara! Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt! Ja, du mir auch! Okay. Ja! Los, komm! Da müssen wir wohl durch. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, wenn das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Pferdenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvor gekommen. Ah, der Trinity. Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Aber sehr schöne Aussicht von hier oben. Also ich finde generell, dass dieser Tomb Raider-Teil doch sehr gut gemacht ist, auch so von der Optik her von ihr. Man merkt allerdings im Vergleich zu dem Nachfolger, also Shadow of the Tomb Raider, dass alles noch so ein bisschen abgehakt ist. Von den Bewegungen her. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Dein Recht stabil zu sein, aber bleib da an der Wand. Okay. Achso. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Schaffst du das auch? Der kommt gar nicht mit. Doch jetzt. Reiß mich bloß nicht runter. Bleib an mir dran. Oh fuck. Oh Scheiße. Das war knapp. Kommst du noch mit, Junge? Komm, kletter. Anker. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da. Lass dich einfach fallen, ich halte dich. Okay, ich gebe dir etwas Zeit. Dann nicht. Du hast geschafft, aber du packst es. Ja,
Ja, ich bin noch Lara Croft. Natürlich packe ich das. Es sei denn, dass ein Blitz dafür sorgt, dass ich gleich runterknalle. Jonah, wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh Gott. Oh, Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Au! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Komm schon, Lara! Mehr Schwung, Mädel, komm! Oh, ich hasse die Vibration im Controller. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn tun? Da hinten muss ich hin, glaube ich, oder? Lauf! Spring! Keine Ahnung, was ich tue, aber ich mache es. Das war knapp, Lara. Oh. Ja, das war knapp. Ich denke, ich hätte direkt weiterspringen müssen. Scheiße. Ich sehe nichts. Bin ich gestorben? Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens.
Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Anna! Oh Gott, das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hat dich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna.